Wir sind gerade losgelaufen, aber so richtig. Ja, das macht sich schon gar nicht so gut. Grad, sagt das Thermometer. Ah, hier ist der Zug. Ja. So, Zug gerade so erwischt. Und ich habe ihn hier getroffen. Guten Tag. Und wir fahren jetzt zu dorthin, wo er das im Kopf hat, wo wir hinfahren. So, wir sind hier in dieser Ortschaft hier angekommen. Keine Ahnung, ob ihr es seht. Oder genau, ich mach mal hier, weil hier ist Licht. Genau, hier, diese Ortschaft bin ich angekommen, mit Marvcon TV. Mein Guder ist auch immer dabei. Guck mal hier. Da vorne ist ein Edeka. Wir werden jetzt dort Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Dieser 2 Meter große Mann hat sich hier einen urinfarbigen Wagen geschnappt und er geht als erstes einkaufen und ich passe hier auf unsere Sachen auf und dann, wenn er fertig ist, dann gehe ich einkaufen. So machen wir das. Der 2 Meter große Mann hat eingekauft und jetzt bin ich dran mit Einkaufen. Ich habe gerade eingekauft, Bier und noch mehr Sachen. Unter anderem hier dieses Kräuterbaguette oder wie das heißt und Ketchup. Weil guck mal, ich habe hier drin, da habe ich Grillfleisch drin und mein Grill. Das heißt, heute Abend werden wir grillen. Mhm. Gib Prost. Grüße gehen raus nach Heidelberg. An die D&B Waves Connection. Hey, hast du so ein bisschen UCBs? Vielen Dank für die Donation über PayPal. Ich grüße dich, Hinrich F. Ich bedanke mich für deine PayPal Donation. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. So, die Sachen sind eingepackt und jetzt wird erstmal erstes Bier getrunken. Ach, das ist ausprobiert dann. Gib Prost. Und bevor wir jetzt gleich losgehen, habe ich Probleme hier, diese Tasche hier mit, wie heißt das Ding? Mit diesen hier. Den hier zu umwickeln, aber so richtig vernünftig. Weil der rutscht die ganze Zeit nach oben und so weiter. Und deswegen werde ich jetzt hier diese Kabelbinder hier dran montieren, damit ich diesen Gurt zwischen den Kabelbinder drüber ziehen kann, damit das festhält. Genau das mache ich jetzt und deswegen schneide ich das jetzt hier auf. So. Und genau das hier mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Ich hätte das jetzt gemacht und jetzt hält das besser. Jetzt rutscht das die ganze Licht hier nach oben hoch. Wir sind gerade losgelaufen, aber so richtig. Wir laufen jetzt aus Schesel raus und wir laufen jetzt nach Zorstedt. Aber nicht den Weg mit 20 Kilometern, sondern einen weiteren Weg. Wir entfernen uns gerade die Landstraße, also da, wo diese ganzen vielen Autos und Fahrzeuge rumfahren und uns diese ganzen Abgasen gegens Gesicht gedrückt haben. Und da entfernen wir uns gerade. Das ist gesünder. Das wäre Gesundheit. Das rockt. Das ist ein Schotterweg. Weil hier sind diese ganzen vielen Kieselsteine und sowas. Deswegen ist das Schotterweg. Pfarrerla Heide beginnt hier vorne gleich. Heideblüten sind ein gutes Antidepressivum. Ach ja, guck mal hier. Urinfarbige Blumen gefunden. Kohlsbalken. Wir gelaufen jetzt
Durch diese Karte hier durch. Guck mal, hier vorne ist Landschaft. Birkenbaum ist geil. Das ist eine richtig geile Pflanze. Baum. Die kann man richtig geil fressen. Ich bin ein Insekt. Wir gelaufen hier durch diese Heidefläche. Ich bin eine richtige Mistgabel. Wir haben hier eine einsame Bank gefunden und diese hier, die wird jetzt so richtig benutzt zum Bier trinken. Die wird richtig missbraucht dafür. Und genau deswegen, dafür ist diese Bank hier vorhanden. Deswegen wurde die erbaut. Das finden wir richtig geil. So, wir haben hier gerade Pause gemacht. Und jetzt weiter zu gelaufen. Ja. Nach Richtung da lang. Aber so richtig. Das wird richtig geil. Wir gelaufen jetzt hier durch diesen Heideplatz durch. Eichelbäume, Blätter kann man auch fressen. Weil das ist geiles Fressen. Das ist ein geiler Salat. Das kann ich nur empfehlen. Hier diese Eichelpapiere. Guck mal, wir sind gerade hier durch diese Heide hier durchgelaufen. Und wir gelaufen jetzt nach der Richtung da lang weiter. So, ich habe gerade mein Bierpower-Tanktop hier dran gehangen. Und wisst ihr auch warum? Weil der D3 scheppert. Und das finde ich richtig geil. Ich liebe es, wenn der D3 scheppert. Wir laufen über diesen Fluss rüber. Ich bin eine Spermie. Noch 15 Kilometer bis Torstedt. Aber wir laufen in Umwege vorhaben bis nach Torstedt. Wir laufen gerade hier an dieser Landstraße vorbei. Das heißt, wir fahren hin und wieder mal so eine nervigen Fahrzeuge rum, die uns vergasen. Ich habe ein Blatt gefressen. Ein Ahornblatt. Bah, diese Kamera ist runtergefallen. Hey, hallo. Das ist widerlich. Aber dieser Ahornblatt, der schmeckt gut. Die sind richtig geil. Die kann ich nur empfehlen. Die sind richtig geil. Aber fress nicht alle Bäume. Weil es gibt Bäume, die wirklich so giftig sind, dass man von einem Happen direkt sterben würde. Und deswegen fress nur die Blätter, die ich selber gefressen habe. Und Pflanzen und so etwas. Genau, das wollte ich mitgeteilt haben. Das ist ganz wichtig. Guck mal, Leute. Hier vorne ist eine verschmierte Baufahrzeugfabrik. Hallo, YouTube. Ich hab nichts zu sagen. Wir sitzen hier rum und Marvin, der ist vom gestrigen Tag etwas erschöpft. Und deswegen werden wir gleich von Urbix Hippie abgeholt. Wir werden dann zu ihm gebracht und dann gehen wir eine Runde baden. Der Urbix Hippie ist vorhanden. Er holt uns auf den Mond ab. Was macht er? Der Retter in der Not. Wir fahren jetzt zum Urbix Hippie. So, wir sind angekommen. Und das hier, das ist unsere Badewanne für heute Abend. Und das Wasser, das sieht genau so aus. Genau so sieht das Wasser aus und nicht anders. Ich bin sehr gespannt drauf, was heute noch passiert. Ich hab's schon wieder gemacht. Extra, um euch zu nerven. Weil das ist männlich.
Das ist richtig männlich. So, ich habe gerade hier diese Stühle hier rausgetragen. Und jetzt wird Fleisch gekocht. Grillen ist geil. Grillen ist richtig geil. Das Fleisch, das wird immer fertiger und fertiger. Das wird immer fertiger, also nur noch fertiger als mein Kopf. Das sieht richtig gut aus. Oh, das ist perfekt, das ist perfekt. Das hat Blasen. Ich liebe das so. Das muss so, Bauch muss so richtig schön. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall fertiger als mein Kopf. So, jetzt Abendfressen-Start kommt. Wir sind gerade die ganze Zeit am Bovle trinken. Bovle trinken. Und das ist extra süß. Das heißt, das wird uns gleich so richtig besoffen machen. Es ist eine Vorbereitung zu dem, dass wir gleich im Wasser rumchillen. Hier vorne brennt Flamme, was dieses Wasser hier erhitzt. Und das fühlt sich ganz, ganz warm an. Das ist jetzt, wie heißt das nochmal? 33 Grad Temperatur. Und das wird noch mehr Temperatur geben. Und genau aus diesem Grund. Jetzt toten Tiere, die hier rumschwimmen, so. Ja. Die sind gestorben, weil es einfach zu warm ist. Das war cool. Kann man nachgucken, wie viel Grad haben wir jetzt? Wie viel Grad? Wir haben jetzt 39. 39 Grad steht hier drauf. 39 Grad. Weiß ja, ob man es sieht, aber genau. 39 Grad steht hier drauf. So, langsam kommt hell. Und wir sind der sterbende Schwan. Wir sind immer noch hier drin, weil das hier schön warm drin ist. Und wir trinken jetzt das letzte Bier, bis wir dann irgendwann 38,7 Grad, sagt das Thermometer. Das ist richtig geil. So, und jetzt gehen wir schlafen. Ja. Guten Morgen, wir sind auferstanden. Und hier im Garten. Und wir trinken jetzt Koffein. Frisch hergestellter Koffein. Das ist richtig geil. Ach so, was ich noch sagen wollte. Dieser Koffein, das schmeckt auf jeden Fall gut. Ich habe vorhin hier vorne auf dem Rasen gelegen und jetzt habe ich mich hierher platziert. Und wisst ihr auch warum? Weil, guck mal, dieser D3-Schepperung, was da oben ist. D3-Schepperungen sind immer richtig geil. Aber dieses Mal hat das auf meinen Kopf geklatscht. Oder, naja, was heißt nicht auf den Kopf geklatscht, aber das hat mich beim Schlafen ein bisschen gestört heute Morgen. Und deswegen habe ich mich hierher platziert, zu diesem, von dort, wo dieser Schatten von das hier, hier runter kommt. Damit ich ein bisschen besser ausschlafen kann. Und aus keinem anderen Grund. Das ist auf jeden Fall die heutige Pen-Location. Habe dir schon mal einen kleinen Besen besorgt? Ja. Damit musst du jetzt den Kronkorken aufhängen. Weil du hast ja gesagt, du wolltest das unbedingt machen. Ja. Jetzt richte ich das für dich ein, dass du hier zu deinem 30. nochmal eine Runde Kronkorken kriegen musst. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, Problem ist nur, wir haben einfach keine Jungfrauen hier, die dich küssen. Also musst du jetzt mit deinem Ende des Tages fegen. Ja.
Du musst hier immer von links nach rechts fegen und dann wieder zurück und. Ja. Mhm. Wie heißt das? Happy Birthday oder wie singt man dann? Weiß ich nicht. Happy 30 Tag. Ja, das macht sich schon gar nicht so gut. Ja. Aber einen schönen Besen hat er auf jeden Fall. Der Besen ist super, ne? Ja, der Besen ist gut. Ich hätte noch eine Nummer größer für ihn. Ja. Aber es funktioniert doch so, lass ihn das machen. Das funktioniert super, ja. Und wie fühlt sich das so an? Gut. Ja? 30, ja. 30 werden? Ja. Gut. Oh. Scheiße. Hm. Na sowas. Na sowas. Guck, wie gut er das macht. Ja, das ist ja super. Voll Besen. Ja. Ja, sehr gut machst du das, Alfie. Ich bin stolz auf dich. Ja, ja, ich glaube, wir lösen dich einfach. Ja, würde ich auch sagen. Das hast du sehr gut gemacht, weil wir finden einfach keine Jungfrau, außer du möchtest natürlich jetzt bis an dein Lebensende fegen. Können wir auch einrichten. Fertig, ja. So. So, wir werden erstmal einen guten Morgen Mischbier trinken. Mit Kirsche drin. Geprost. Prost. Oh, schmeckt auf jeden Fall. Ich bin ein Kondensmilchgesicht. Ich bin ein Radieschenkopf. Ich bin ganz gespannt drauf, wann endlich mal Borreliose aus meinen Augen rausspritzt. Ich habe noch nie Akne gehabt, weil ich noch nicht weiß, wie man da drankommt. Hier haben wir drin den letzten Abend gebadet. Wir haben 32 Grad, kannst direkt wieder reinspringen. Ja. Ist doch gut. Ja. Ich bin ein Gesichtsgesicht. Ich bin ein Erdbeerkopf. Mein Gehirn schwappt rum. Meins noch ein bisschen. Aber meiner schwappt richtig rum. Ja, das sieht man schon, wenn man in die Augen guckt, dass sich da irgendwas bewegt. Marv Con TV, er fährt zur Tanke. Ja. Und dann kommt er wieder zurück. Dann könnt ihr noch was mitbringen, glaube ich. Ja, ich werde noch was mitbringen. Brauchst du noch was? Ich habe alles. Genau aus diesem Grund, weil Marv Con TV zur Tanke hinfährt. Fährt er jetzt zur Tanke hin und fährt dann wieder zurück. Das ist doch geil, oder? Bis gleich. Bis gleich. So, der MarvCon TV ist wieder zurück. Der ist zur Tankstelle gefahren und wieder zurück. War gut gewesen? Ja, war gut. Das ist gut. Das freut mich zu hören. Das war schön Rolli gefahren. Das ist fantastisch. Mhm. Richtiges Vorgehen. Mhm. Den Bart. Leute, ich möchte euch etwas ganz Wichtiges mitteilen. Und zwar, aus meinem Kinn wachsen immer noch Schamhaare raus. Genau, das wollte ich euch mitgeteilt haben. So, wir haben jetzt 18 Uhr. Das heißt, jetzt müssen wir frühstücken. Das ist richtig geil. Genau, das wollte ich auch sagen. Leute, ich möchte euch ein ganz lebenswichtiges Tutorial zeigen. Und zwar, wie man ein Ei öffnet. Und zwar, man nimmt diesen Mistfinger und den bewegt man sich. Und genau diese Bewegung muss man dann gegen dieses Ei hier drauf machen. Und das sieht dann wie folgt aus. So, zack. Jetzt ist dieser Ei ein bisschen angebrochen. Und jetzt kann man die Haut vom Ei abpellen. Das Ei ist mit dem Mistfinger gepellt und jetzt ist das fertig. Fertig genug, um darauf frühstücken zu gehen. Seht ihr das? Nee. Richtig geil. Das ist Frühstück. Guck mal, mein Gehirn schwappt rum. Hört ihr das? Es regnet.
Ich wollte euch Bescheid geben, dass wir aufgestanden sind. So, Frühstück ist fertig. Hier vorne ist Hühnertittenmilch für Koffein. Und hier vorne, diese Eier, das kam aus dem Kuharsch raus. Und das fressen wir jetzt. Okay. Du bist doch widerlich. Schmeckt man nicht so. Ich hab ja... Wir sitzen gerade draußen rum und ich wollte euch etwas mitteilen. Und zwar, ich bin gerade am Bier trinken. Geprost! Das hier, das ist Lasagne und bei mir ist immer noch Lasagne drin. Und das wird jetzt verspeist. Jetzt würde ich hier eine Scheiße abgeben. Jetzt habe ich hier extra von hinten rum rübergetragen. Also echt? Ja. Leute, ich möchte euch schon wieder etwas ganz Wichtiges mitteilen. Und zwar, durch meine Zahnlücke, da passt eine Lasagne durch. Das könnt ihr euch alle mal ganz gut vorstellen, weil das ist richtig geil. Das könnt ihr mal alle nachmachen. Wir fahren jetzt zum nächsten Bahnhof, um da mit dem Zug nach Hause zu fahren. So, wir sind hier an diesem verranzten Bahnhof angekommen, beziehungsweise wurden wir hergefahren. Und guck mal, wir müssen hier gleich rüber, aber wir müssen gleich diese nervige, widerliche Treppe hier runterlaufen, weil da ist kein Fahrstuhl drin in diesem Glaskasten. Aber hier ist ein Fahrstuhl, das heißt, wir fahren erstmal hoch. Geht. Ist ja widerlich. Jetzt müssen wir unseren Wagen hier runtertragen. Hör mal auf mit diesen ganz lauten Geräuschen hier. Das ist nervig, das belästigt. Und jetzt warten wir, bis unser Zug gleich kommt. Der sollte jeden Moment kommen. Oh Scheiße, wir sind umsonst heruntergelaufen, weil unser Zug, der kommt nicht. Und der nächste Zug, der kommt im nächsten Gleis. Das heißt, wir müssen das Ganze wieder hochschleppen und dann nach drüben wieder runter. Und dann haben wir 20 Minuten Wartezeit, bis der kommt. Das ist richtig ekelhaft. Das ist genauso wie irgendwelche Mistkäfer zu fressen. Wir sind gerade von diesem Bahnsteig wieder die Treppe hochgelaufen und sind jetzt auf diesem Bahnsteig. Und jetzt warten wir, bis unser Zug kommt. So, wir sind jetzt in Bremen Hauptbahnhof angekommen und ich fahre jetzt mit Straßenbahn weiter. Guckt euch mal an, wie viel Fett hat dieser Wurm hat. Dieser Wurm, der hat so viel Fett dran und lang, der ist viel länger als man Scheiß Hand. Fressen gefunden. Zwei urinfarbige Blumen gefunden.